Hey Klaus, wie geht's denn so? Na, es geht so. Wieso? Was ist denn los? Ich habe gestern einen Zeckenbiss entdeckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt habe ich natürlich Angst vor Borreliose, ne? Hey, sag mal, wie kann sowas passieren? Sag mal, wäschst du dich nicht richtig, oder was? Ach, Quatsch. Eine Zecke kann sich doch jeder einfangen. Ja, aber nicht, wenn man sich richtig wäscht, Klaus. Was soll denn das? Ich habe mich da eh schon über euch gewundert in der letzten Zeit. Moment, wie gewundert? Ah ja, wie deine Frau zum Beispiel rumläuft mit so strähnischen, schmuddlischen Haaren, Mensch. Sag mal, hör mal, die Christa hat eine schwere Schuppenflechte, ja? Ja, wenn man sich nicht richtig wäscht, da kriegt man sowas. Was ist los? Ah ja, wenn man sich richtig wäscht, da hat man sowas nicht. Was nicht? Schuppenflecht und Zecke. Sag mal, was rätst denn du? Wie willst du dich denn von der Zecke schützen, bitteschön? Kernseife. Bitte? Kernseife. Dreimal am Tag damit gewaschen, kommt nichts an den Körper. Du spinnst doch. Ja und? Hab ich vielleicht Zecke oder was? Mensch, die verbreiten sich doch im ganzen Land. So, bei mir nicht. Warum bei dir nicht? Kernseife. Du hast einen totalen Hau. Aber keine Zecke und keine Schuppe. Absolut gesund. Ja, gesund, gesund. Ja, richtig gesund. Und nicht so kaputt wie dein Bub zum Beispiel. Pass auf, ja? Der Junge ist drogensüchtig. Sei froh, dass du das Problem nicht hast, Mensch. Ja, das wird bei uns auch gar nicht passieren, sowas. Aha, was macht dich denn da so sicher, hä? Kernseife. Sag mal, bist du total durchgeknallt? Was soll denn die bei Drogensucht helfen? Du wirst erst gar nicht drogensüchtig, weil die Kernseife, verstehst du? Durch den Geruch, da passt du gar nicht zu den ungewaschenen Typen. Die meide dich wie die Pest. Aha, super. Sonst noch was? Keine Zecke. Mann, du machst mich echt fertig, anstatt mir mal zu helfen. Ja, ich könnte dir doch helfen. Ach ja? Wie denn? Mit einem Stück Kernseife oder was? Falsch. Sondern? 15 Kisten. Was? Ja, 15 Kisten Kernseife. Du hast 15 Kisten Kernseife? Richtig. Und wo hast du die her? Ei, vom Edeka, als der Müller welche Krankheit zugemacht hatte. Aha. Und was willst du dafür? Ei, lass mich mal rechnen. Warte mal, in jeder Kiste sind 20 Stück drin. Kiste für 10 Mark. Hm. Das macht so 150 Mark. Warte mal, komm. Ach, gib mir 80 Euro, oder bist du dabei? Hm? Ja, okay. Dann 80 Euro. Lass das nicht bereuen. Okay. Sag mal, eine Frage noch. Was hat denn der Typ vom Edeka eigentlich gehabt? Das, was du vorhin da gesagt hast, da. Borreliose. Ja, genau. Das war's. Bitte, Borreliose, ja. Hey.